freue mich total, dass wir ganz spontan was zusammen organisiert haben, Mama, du und ich. Diejenigen, die das Buch kennen, wissen, dass ich auch was über Bali schreibe, über das Subak-System, über die verbundenen Wasser. Und dann hatte Mama, du die Idee, dass man Musik und Text verbinden kann. Und heute Morgen haben wir gesprochen und er sagte, er kennt die balinesische Musik. Er hat mit balinesischen Musikern zusammengespielt, die auch eine Art Balafon haben und war oft und lange in Bali und so weiter. Und das ist also eine ganz tolle Verbindung, ist ein Experiment. Wir haben natürlich nichts geprobt und versuchen das einfach. Und was Mama, du sagte, darüber kannst du vielleicht noch mehr sagen, ist, was ich auch nicht wusste, ist, dass die Balafonmusik auch eine Sprache ist. Also man kann auch Texte damit transportieren. Vielleicht willst du dazu noch. Ja, das stimmt. Unsere Balafon, wenn man spielt so, dann wir merken, dass momentan für das Publikum, das ist eine Musik. Aber für uns, und wir können genau so reden mit diesem Instrument, Wort für Wort. Aber nicht auf Deutsch, es ist in Sambla. Aber es ist wirklich Kommunikation. Also ich kann auch mit meiner Familie in Burkina Faso telefonieren, sobald die Mine den Telefon, und dann ich fange an zu spielen mit Balafon und dann so. Bis vielleicht eine Stunde. Geht alles. Egal, wenn Sie verstehen nichts, mein Balafon, das ist kein Problem. aber Konzentration, was er sagt, dann ich werde im Balafon auch übertragen. Ich konnte aber nicht alles. Es ist auch neu für mich. Und dann, wenn ich verstehe sein Deutsch, ich werde. Und wo ich verstehe nichts, ich sage einfach, was ich kann. Wir sind aus solchem Stoff, wie Träume sind. Und unser kleines Leben ist von einem Schlaf umringt. Das stammt von William Shakespeare aus Der Sturm und ist der Beginn dieses Buches. Beispiel Bali, die verbundenen Wasser. Ein Beispiel für eine Gesellschaft und Kosmologie, die über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, in der Lage war, ein bemerkenswertes Gleichgewicht sowohl innerhalb des menschlichen Zusammenlebens als auch zwischen Menschen und der übrigen Natur zu schaffen, ist die balinesische Kultur. Offiziell wird die Mehrzahl der Balinesen dem Hinduismus zugerechnet, aber dieses Wort, eine Schöpfung der britischen Kolonialherren, ist ein ebenso vager Begriff wie das Wort Religion und erfasst in keiner Weise die spezifischen Vorstellungen und Praktiken der balinesischen Kosmologie. Die Balinesen selbst sprechen in Bezug auf ihre Weltsicht und Praxis von Agama Tirtha, was so viel bedeutet wie Tradition des heiligen Wassers. Um uns ein Verständnis dieser Kosmologie zu nähern, müssen wir zunächst begreifen, dass die Welt für Balinesen zwei Aspekte hat, die Seh-Skala und Ni-Skala genannt werden. Seh-Skala bezeichnet alles, was man sehen
sehen, anfassen, riechen, hören und schmecken kann. Niskala hingegen ist der Bereich der unsichtbaren Kräfte. Also nicht nur in unserer Innenwelt, sondern im Prinzip überall im Kosmos. Aus diesem Grund haben zum Beispiel bestimmte Orte und Himmelsrichtungen charakteristische Qualitäten und sind nicht einfach neutrale Himmelskoordinaten oder Raumkoordinaten. Im Gegensatz zum mechanistischen Denken, das seit den Zeiten von René Descartes der Natur Stück für Stück die Innenwelt abgesprochen hat und sie höchstens noch für den menschlichen Geist reserviert, hat in der balinesischen Kosmologie potenziell alles eine von außen nicht einsehbare Innenseite, mit der man nur durch besondere rituelle, musikalische und theatrale Praktiken in Verbindung treten kann. Traditionellen balinesischen Kultur sind nach dem Prinzip des Tri-Hita-Karana organisiert, was etwa so viel heißt wie die drei Ursachen des Wohlergehens. Dieses Prinzip gibt Antworten auf so unterschiedliche Fragen wie etwa, wo eine Toilette im Haus gebaut wird, wie das landwirtschaftliche Bewässerungssystem organisiert ist, wie Menschen in einem Dorf zusammenleben und wie das Universum als Ganzes strukturiert ist. Ein anschauliches Beispiel für das Prinzip des Tri-Hita-Karana ist das Bewässerungssystem, das die Balinesen seit mehr als 1000 Jahren nutzen und das eine extrem effiziente, sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Wasserversorgung garantiert. Im Jahr 2012 wurde es von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Es hat die ertragreichste Landwirtschaft des indonesischen Archipels hervorgebracht und der zerklüfteten, sehr dicht bevölkerten Insel eine bemerkenswerte Ernährungssouveränität verschafft, welche die materielle Grundlage der reichen kulturellen Aktivitäten der Bewohner und Bewohnerinnen ist. Drei Ebenen, auf denen die balinesische Kosmologie beruht, eng miteinander verflochten. Die Beziehung der Menschen zur Sphäre der kosmischen Kräfte, Pariyangam, der zwischenmenschliche Bereich, Pavongan und die Beziehung zu den nichtmenschlichen Aspekten der Natur, Palimahan. Ebenen in sich und untereinander in einer dynamischen Balance stehen, ist das Wohlergehen aller Geschöpfe, einschließlich des Menschen, gesichert. Innerhalb des landwirtschaftlich-ökologischen Systems sind die wichtigsten Institutionen zur Schaffung dieses Gleichgewichts die sogenannten Subaks und die ihnen zugeordneten Wassertempel. Alle Reisbäuerinnen und Bauern, deren Bewässerung von einem bestimmten Teil eines Flusssystems abhängt, sind in einer Bewässerungsgemeinschaft zusammengeschlossen, einem Subak. Das Wort bedeutet so viel wie verbundenes Wasser.
Zuback sind basisdemokratisch organisiert. Sie wählen jeweils Vorsitzende auf Zeit. Hierarchien, die auf Kastenzugehörigkeit oder Eigentum beruhen, sind in den Zubaks weitgehend außer Kraft gesetzt. Jedes Verhalten, das die Gleichberechtigung der Mitglieder zu untergraben droht, wird hier streng geahndet. Die Zubaks orientieren sich nicht an Dorfgrenzen oder politischen Grenzen, sondern an den ökologischen Einheiten der Wasserläufe. Alle Reisfelder eines Zubak sind durch ein ausgeklügeltes System von kleinen Kanälen und Schleusen miteinander verbunden. Die Reispflanzung erfordert die Bewässerung in einem ganz bestimmten Rhythmus, um den Wachstumsphasen der Pflanzen Rechnung zu tragen und die Ausbreitung von Schädlingen zu verhindern. Außerdem gibt es eine gerechte Verteilung des Wassers zu sichern, sodass sowohl die weit oben als auch die stromabwärts gelegenen Felder ausreichend versorgt werden. Je nach Wetterverhältnissen und Schwankungen der Schädlingspopulation müssen die Zeitpunkte für die Öffnung und Schließung der Schleusen jedes Jahr neu bestimmt werden. Diese Aufgabe erfüllen die Wassertempel, die sich entweder an den Quellen von Wasserläufen befinden oder an bedeutenden Abzweigungen. In diesen Tempeln finden regelmäßig Versammlungen statt, in denen die Mitglieder gemeinsam entscheiden, wie sie pflanzen und bewässern wollen. Darüber hinaus finden ausgiebige Zeremonien, Tanzaufführungen und Feste statt, die der Wassergottheit Devi Danu gewidmet sind. Oft 50 oder mehr pro Jahr. Balinesen widmen diesen Institutionen also einen beträchtlichen Teil ihrer Zeit. Je nachdem, ob sie weiter oben an einem zentralen Wasserlauf oder weiter unten an kleinen Nebensystemen angesiedelt sind. Um die Bewässerungszeiten von mehreren, oft Hunderten von Zubaks zu synchronisieren, braucht es die Koordination in den übergeordneten Tempeln. Der höchste dieser Tempel ist am See des Batu-Vulkans gelegen, wo ein großer Teil der Wasserläufe ihren Ursprung hat. Dort findet einmal im balinesischen Jahr, das 210 Tage umfasst, ein großes Fest statt, bei dem heiliges Wasser aus dem Vulkansee geschöpft und an die Vertreter der untergeordneten Zubaks verteilt wird, bis es jedes einzelne Feld erreicht. Wird zugleich der Rhythmus von Flutungen und Trockenlegungen der Felder koordiniert. Auf diese Weise wird die soziale Kooperation des Wasserteilens mit dem geistigen Gleichgewicht im kosmologischen Ganzen synchronisiert. Sind Ökologie, Kosmologie und soziale Organisation in einem selbstorganisierten Ganzen verbunden. Die terrassierte Landschaft Balis mitsamt den Wasserläufen und Waldstücken, die Tempelrituale und die kooperativen Praktiken der Menschen durchdringen sich und formen sich gegenseitig. Weder gibt es hier eine vom Menschen getrennte Natur, noch eine abstrakte Religion, die man ebenso gut in der Wüste Gobi oder in einem Großraumbüro in Chicago praktizieren könnte. Der geistige Kosmos, die Landschaft und das soziale Gefüge sind untrennbar. Und die Wahrheit der in diesem System zugrunde liegenden Kosmologie besteht darin, dass sie sich über sehr lange Zeiträume an einer spezifischen Welt bewährt hat. Thank you.
sind außerdem ein gutes Beispiel für komplexe, selbstorganisierte Systeme, die keiner zentralen Planung bedürfen. So wenig die Evolution einen außerhalb stehenden Schöpfergott brauchte, so wenig brauchten die Subaks zu ihrer Entstehung staatliche Planung. Die schwindelerregende Komplexität der Selbstorganisation innerhalb einer Zelle und das integrierte ökologisch-kosmologische System der balinesischen Reisterrassen sind gleichermaßen Teil einer umfassenden Kreativität des Universums, das seine eigene Schöpferin ist. In den 1970er Jahren kam eine Gruppe von Ingenieuren des Schweizer Unternehmens SIBA, heute BASF, im Auftrag der indonesischen Regierung nach Bali, um die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass ihr System ineffizient und irrational sei, weil es zu viel Zeit mit sinnlosen Ritualen und Diskussionen vergeude und die Felder lange brach liegen ließ. Sie schlugen vor, dass die Bauern künftig so oft und so schnell wie möglich Reis pflanzen, unabhängig vom Tempelkalender, und dabei Pestizide, Kunstdünger und Hochertragssorten verwenden, um ihre Ernte zu maximieren. Die indonesische Regierung übernahm diese Vorschläge und zwang die Bauern zu einer intensivierten Landwirtschaft mit massivem Pestizideinsatz. Das Ergebnis war ein Desaster. Große Teile der Ernte wurden von Schädlingen aufgefressen, die Fruchtbarkeit des Bodens sank und Chaos machte sich breit. Die Regierung war schließlich gezwungen, zum Subak-System zurückzukehren. Was die Schweizer Ingenieure als religiös abtaten, als irrationales Beiwerk, erwies sich letztendlich als unverzichtbarer Teil eines komplexen, selbstregulierenden Systems. In Bali und der Erfolg des Subak-Systems werfen ein interessantes Licht auf die Frage, was wir eigentlich unter Rationalität verstehen. Ist es wirklich rational, wenn Ingenieure Tonnen von Gift auf ein komplexes System werfen, das sie weder kennen noch verstehen? Ist nicht für jeden Menschen, der auch nur rudimentäre Kenntnisse von ökologischen und kulturellen Fließgleichgewichten besitzt, ein solches Vorgehen verrückt und von Anfang an zum Scheitern verurteilt? Muss es uns nicht scheinen, dass die Schweizer Ingenieure einem irrationalen religiösen Kult erlegen sind, in dessen Zentrum Wahnideen von technischer Allmacht stehen? Und ist nicht umgekehrt das scheinbar so irrationale und umständliche System von Tempeln und Ritualen, das die balinesische Gesellschaft und ihre Beziehung zu den Ökosystemen reguliert, auf einer viel höheren Ebene rational, weil es in der Lage ist, komplexe Kreisläufe der Innen- und der Außenwelt zu balancieren? Rationalität Ausschau halten, wenn wir eine Chance haben wollen, der planetaren Verwüstung zu entkommen, einer Rationalität, die nicht auf Zerlegung und Herrschaft,
sondern auf Integration und Kooperation baut. Thank you.